Ich werde euch jetzt das General Treatment zeigen, wo wir auch gleichzeitig ein bisschen befunden können. Wichtig dabei ist, dass wir die Dornfortsätze nur verwenden zum Oszillieren und das auf der Wirbelsäule machen können und gleichzeitig auch eine Hand am Sacrum liegt. Ja. Und das ist eine gleichzeitige Bewegung, nicht gegenläufig, nicht Verschiebung, sondern eine Mobilisierung. Keine Massage an den Dornfortsätzen. Wir testen die auch gleich, ob die kommen, ob die gehen, ob eine Restriktion ist, ja, so wie hier, dass man das spürt, meistens zwischen den Schulterblättern. Oder Weichteil, ja, dass ich hier kann ich auch schnell wieder arbeiten, Sympathikus aktivierend oder langsam, sedierend. Ich kann auch, wenn ich spüre, dass hier ein Hartspann ist, wirklich in die Tiefe gehen, halten mit dem Körpergewicht, dass ich mich nicht anstrenge und das Myofaszial lösen oder strukturell mobilisieren. Das ist eine Weichteilmobilisierung beziehungsweise eine strukturelle. Bis zur BWS hinauf, HWS kann ich nicht machen in Bauchlage. Und geht dann weiter, kann palpieren auch das Steißbein in weiterer Folge, ob es da Läsionen gibt, ob das ventralisiert ist, lateralisiert, ankylosiert. Ja, ist immer ein großer, wichtiger Punkt, das Steißbein für die ganze Duralmembran wegen dem Filum Terminale. Also nicht unterschätzen, das kann viele Probleme verursachen und lässt sich nicht immer nur über das Sacrum behandeln. Muss man leider auch isoliert sich manchmal anschauen. Angulus inferior lateralis, trochanter major, Diagonale, erstes Drittel oder Hälfte, circa piriformis. Bein ein bisschen nach außen bringen, Person soll nicht mithelfen. Und da kann ich wiederum den Piriformis wunderbar ohne Kraftaufwand behandeln. GOT. Und runtergehen bis zwischen Hüfte und Darmbeinschaufel, Christa. Das kann auch wunderbar weichteilentspannend sein für die Hüfte. Noch einmal hier, meistens bei der Tasche hier, hat man diesen Piriformis. Beide Seiten. Locker lassen das Bein. Da auch freilassen, wenn es geht, wenn es geht. Gut, bitte am Rücken legen. So, ein bisschen den Kopf heben bitte, danke, und zurücklegen. Alles gut. Dann haben wir noch einmal Recoil-Techniken, bisschen einatmen, ausatmen, tief ein, schnell loslassen. Ich kann dann auch Sie bitten, den TLÜ, wenn ich gemerkt habe bei den Querstrukturen, dass der fest ist, kann ich auch den TLÜ behandeln, vorausgesetzt alles ist offen. Dann löst sich das manchmal sehr gut. Bitte ich auf beiden Seiten erstmal auf die Seite rüber zu drehen zu mir. Unteres Bein ausstrecken, oberes Bein abwinkeln. Das ist der Bereich hier, wo man oft die Restriktionen auch spürt. Ich kann das sehr einfach machen, indem ich den Bereich palpiere. Sie hilft nicht mit. Ich nehme den Arm. Nein, nicht mithelfen, genau, locker lassen und mach zwei Hebeln, einen von unten und einen von oben, je nachdem, wo es mich hinzieht, also in diesem Bereich, bis ich die Bewegung hier spüre und bei der Rotation des Armes, bis ich die Bewegung hier spüre. Dann nehme ich sie en bloc, sie muss natürlich ganz locker sein, sonst geht es nicht und kann ein bisschen diesen Bereich mobilisieren.
Ups. Andere Seite. Unteres Bein ausstrecken. Wiederum. Kommst du ein bisschen noch mit dem Becken zu mir. Das ist gut. Genau. Wiederum. Oberer Hebel. Zap, 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 zap. Locker lassen. Unterer Hebel. Zap, 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 zap. Locker lassen. Genau. Wieder en bloc ein bisschen nehmen. Jupp. Ist gut aufgegangen. Wieder am Rücken legen. Dann kommst du ein Stückchen weiter runter. Und dass die, kommst noch ein Stückchen weiter rauf, na, hinauf, genau, sehr gut, wunderbar, dass die Füße noch ein Stückchen hinauf, noch ein Stückchen hinauf, genau abschließen an der Kante, ja, noch ein ganz ein kleines Stückchen hinauf, genau. Hier können wir die Sprunggelenke mobilisieren, wenn die Person freilässt, ja, nur wenn sie freilässt. Im Achter. Die Hüfte ganz freilassen im Achter. Sup, sup, sup. Ja, genau. Oder wie vorher schon gezeigt, das ISG. Wir können auch die sakrotuberalen Bänder entspannen. Da muss sie aber auch ganz freilassen. Anheben das Bein. Innenrotation, wir erinnern uns, erster Widerstand faszial, zweiter Widerstand muskulär, dritter Widerstand leichte Traktion, kommen wir bis zum ISG, leichter Zug. Ja. Sanft, passt. Dann gehst du ein Stückchen weiter nach oben bitte. Gibst noch die Möglichkeit, das passt so, das passt gut. Dass wir jetzt C0, C1 richtig mobilisieren, dass wir spüren, ob Fehlstellungen sind. Meistens sind sie links und rechts. Ich demonstriere das jetzt so vor. Der Index liegt auf dem Atlas Quertfortsatz, Transversus, und die andere Hand hält das Occiput. Da sind die meisten Dysfunktionen immer. Da muss auch der Kopf ganz frei sein, sonst geht es gar nicht, lässt sie fallen. Ich gehe in Flex, Seitneigung X, muss ganz locker lassen. Gut. Und die andere Seite ist wahrscheinlich die Axis. Schön aufgegangen. Alle drei. Gut. Dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wir von außen palpieren, den Masseter. Und Dreierkurs, wenn wir schon dabei sind, die Lockerung von diesen Sachen. BWS, wenn wir palpiert haben im General Treatment, dass wir gespürt haben, zum Beispiel zwischen den Schultern, das ist zu fest, können wir auch so einen Pistolengriff machen, die Beine aufstellen bitte. Die Hand so nehmen, die Hand so nehmen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Dornfortsätze liegen, die quer innen drinnen die Dornfortsätze und die Transversi. Genau, so. Also wir arbeiten nicht über die Dornfortsätze, sondern über die Transversi. Können da ein bisschen an Druck aufbauen. Wir legen sie auf die Seite ein bisschen, drehst dich rüber noch ein bisschen. Ja, nein, 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 nein. Bleibst so. Nur die Beine aufgestellt lassen. Ein Stückchen noch zu mir kommen. Genau. Ein bisschen rüber drehen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das muss man finden, wo die Stelle war. Man hat es gut gespürt. Beim General Treatment den Kopf gerade legen, ein bisschen einatmen, ausatmen, man legt sich da ein bisschen drauf. Fest, ein bisschen einatmen und ausatmen. Gut,
Passt, wieder ausstrecken, Arme seitlich legen. Und dann können wir noch locker lassen, das Kopferl, den Achter machen. Genau. Und dann setze ich nochmal auf und schaue so rüber. Zu guter Letzt können wir dann noch der First Rib machen. Diese erste Rippe, die ober den Schlüsselbein ist. Wenn sie aufgeht, stellen ein Bein auf, legen das so rüber. Und die Bewegung geht so. Ja, sie lässt die Schulter fallen, ganz leicht nur. Passt, gut. Wenn zu viel Tonus ist oben, dann lassen wir es, dann geht es nicht. Ja? Nur was geht immer. Sanft, locker lassen das Kopferl. Ganz leicht. Gut. Okay, passt. Das war's.